So, neue Woche. Und zwar, ich habe mich gerade eben eingeloggt und hier erscheint jetzt Nyarlathotep ist seit heute online. Moment, das kann ich momentan nicht aufmachen. Sehen wir gleich. Dann Heroisch Schlacht um die Dunkelküste. Und die PvP-4-Saison beginnt. So, wir machen das mal zu. Und zwar haben wir heute Dunkle den. Visionen werden wahr. Das Schwarze Imperium erhebt sich in Uldum. Wir müssen es zurückschlagen, bevor es zu spät ist. Okay. Also, wir haben heute den 22.01. Wir sind immer noch in Uldum. Und hier greift nämlich jetzt das Schwarze Imperium an. Das hat ja die letzte Woche im Tal der ewigen Blüten angegriffen. Ja, wir gucken mal, was es hier für Tötet Quests euer gibt. Anliegen. 9 Leben, tötet 8 Bewohner von Vernichtet Neferset. alle, die ihm soft dienen. Und hier Sprecht ruhig. Anker des Schwarzen Imperiums. Zerstört 6 Obelisken des Schwarzen Imperiums in Uldum. Wir werden Uldum beschützen. Wie Hier kann ich euch helfen? entstellte Verderber, tötet 10 Fleischbestien in Uldum. Dunkle Täuscher tötet 8 was Ketierdiener in Uldum. Steht in eurer Schuld. Okay. So, das Schwarze Imperium greift hier in diesem Bereich an. Also alles verschiedene Bereiche hier. Okay. Ich muss jetzt mal gucken, gibt es noch irgendwo Quests? Hier unten ist noch eine. Das ist aber Haustierkampfquest. Nö, das wollen wir nicht machen. Gut, wir gucken einfach mal. Was haben wir hier? Treibt die Straße. Ja. Wir sollen ja hier die 100% kriegen. So, da ist ein Obelisk zum Zerstören. Ey. Ich bin außer Reichweite. Ich kann nicht noch mehr davon tragen. Rezept Lernfokus. Arschgeige. Nö, ich mach da keinen Schaden drauf. So, hier drüben. Ah, Silberlide platt. Scheiße. So. Was ist das für ein komisches Rezept, was wir da jetzt gekriegt haben? Lehrt euch, wie man einen Lernfokus erschafft, einen außerweltlichen Kristall, der die Macht von Enzod nutzt, um mächtige Rüstungsteile herzustellen. Okay. Was haben wir hier in dem Bereich? Fleischbestien. Ketierdiener getötet. Okay. Ich habe kein Ziel. Ja, ich muss mich hier erstmal zurechtfinden. Das Ding ist heute ganz neu rausgekommen, so wie es jetzt gerade ist. Und ja, wir kennen das Ganze ja noch nicht. Also kennt uns heute noch gar keiner. Dadurch, dass heute erst neu erschienen ist. Ey, diese Schweine hier die ganze Zeit. Ah, scheiße. Zu langsam gewesen. So, haben wir hier oben noch was? Akolyt von Enzod. Da drüben haben wir nix. Okay.
So einen brauchen wir noch. Also 4 Stück von denen. Ja, heute ist dann auch ein neuer Angriff in Tal der ewigen Blüte gestartet. Da müssen wir halt gucken. Den, der heute gestartet ist, kann ich auf jeden Fall machen. Der am Samstag startet, da bin ich momentan sehr ratlos. Weil meine Frau, die hat die nächste Woche Urlaub. Das bedeutet, ich werde nächste Woche nicht zum Aufnehmen kommen. Samstag hat sie auch schon frei. Heißt, so, bleibt eigentlich gar keine Möglichkeit, außer ich mache das nachts. Da muss ich mal gucken, wann genau ich das mache. Ich will auf jeden Fall erstmal hier die eine Quest wegkriegen. Oh, leck mich doch am Arsch. Warum sind hier so viele Hortler unterwegs? Ist doch Kacke. So, erste Quest ist fertig. So, was haben wir hier noch? Obelisken. Obelisken. Eieiei. Ja, ich bin halt auch nicht so einer, der anderen was wegnehmen will. Ich bin nicht so ein... Wie soll ich sagen? Arschloch. Also, wenn ich sehe, dass einer hier eine Menge sich freikämpft, und dann lasse ich das dem auch. Das haben wir eigentlich immer schon gemacht. Gut, wenn jetzt einer uns was wegnimmt, nehmen wir das denen auch weg. So. Ja, wir gucken mal, ob wir uns jetzt auf die Fleischbestien konzentrieren. Von 10. Ja, der ist wahrscheinlich gleich wieder weg. Wir gucken erstmal, ob wir den da drüben kriegen. Ja, ist schon klar. Aber das macht nichts, wenn ich das mache, wenn hier noch 2 stehen, und dann verdienen die gut Leben noch. Und direkt wieder da. Sehr schön. Können wir direkt nochmal aktivieren. Ich brauche ein Ziel. So muss das sein. Die Fleischbestie müsste ich von der anderen Seite alleine kriegen. Oder auch nicht. Eieiei.
Ja, die da drüben kriege ich erst recht nicht allein. Da unten ist ein Boss. Ja, ich glaube. Ja, ich weiß es nicht, wenn wir den jetzt mitkillen, ob wir dann auch hiervon profitieren. Und? Na komm. Ja, wir profitieren auch davon. Sehr schön. Und es hat uns hier ganz schön nach oben gebracht. Irgendwo einen Obelisken. Vielleicht besser hier, vielleicht da ist ein Obelisk. Übler Beobachter. Müssen wir nicht killen. Nö. Die müssen wir nicht killen. Fleischbestia. Wenn ich da drauf gehe. Okay. Nichts Besonderes. Wir gucken jetzt erstmal, dass wir die Fleisch bisschen voll kriegen. Da drüben ist einer. Ich hol mir erstmal das Ding hier. Oh, leck mich. Ich hab gedacht, der sieht mich nicht. Und dann ist auch noch einer mit 300.000 Leben. Och, das macht doch gar nichts. Dadurch kriegen wir wenigstens hier direkt nochmal so einen Obelisken. Ne, die zählen nicht, die gucken nur ein Fleischbässchen. Gurgelnden. Nicht googeln. Die googeln ja nicht, die haben keinen Computer dabei. Hahaha, ist der halt wieder witzig. So, eine brauchen wir noch, dann sind wir fertig. Und hiermit sind wir jetzt auch fertig. Sehr schön. Also, eine Fleischbestie noch. Komm, nimm mal die hier. Das ist zu weit entfernt. Ja, einer muss ja mal wieder mitkommen. War ja klar. So, zweite Quest fertig. Wir müssen jetzt nur noch Bewohner von Nethersev töten. Und hier unten die Leiste voll machen und dann haben wir's. Nethersev ist hier unten.
Entzot ist jetzt hier. Okay. So, ich würde sagen, wir machen dann morgen weiter.